Pässe und ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegt. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Oh! Die prallen vor der Zündung ab. Abse abgefeuert, wird eine unversehbare Position. Ha! Okay. Abprallgranaten. Auch nicht übel. Ob uns die Lebenserhaltung ein bisschen auffrischen wäre, vielleicht nicht schlecht. Abgesehen davon ist alles gut. So, jetzt muss ich mal kurz eine Runde planschen gehen. Das muss doch mal sein. Wasser auf diesem Planeten. Nur noch das bisschen Plutonium mit. Na, wo war's denn? Hier vorne. Es gibt hier wirklich Wasser. Na, ich glaub's ja nicht. So. Ja, ist das stark. Wir können unter Wasser atmen. Da vorne war eine Luftanzeige dran. Das ist so geil. Okay, da können wir noch ein paar Unterwasserkreaturen scannen. Ne, normales Eisen. Oh, ich glaube, wir haben sogar ein Höhlensystem gefunden. Hier drin ist es auch nicht so heiß. Oh, ist die Maske aufgebraucht? Kann das sein? Ja. Und die braucht... Oh, das ist natürlich bitter. Titan oder Schildsplitter. Oh, schade. Dafür ist leider das Material, glaube ich, zu wertvoll, um das vernünftig nutzen zu können. Aha. Oh, hier geht's wieder raus. Da hinten gibt's ein Wort. Wörter sind gut. Silikat, was auch immer das ist. Oh, da unten gibt's, glaube ich, irgendwas, oder? Energie. Scheint gut zu sein. Da unten gibt es wahrscheinlich viele Gesteinssorten, verschiedene. Edelmetalle, lauter solche Geschichten. Und ich hatte schon mal... Was ist das? Ist es was zum Abbauen? Ah. Ha! Mein Controller ist leer gegangen. Schnell den Controller getauscht. Was haben wir hier? Oha. Das ist gut. Meins, meins, meins. Beziehungsweise unseres. Unseres, unseres, unseres. Und ein richtig, richtig großer Plutoniumhaufen. Hier unten ist es nicht kalt, das ist super. Die Frage ist nur, wie kommen wir da wieder raus? Ich habe mich da jetzt schon da drin verlaufen.
Eisen. Plutonium. Ah, da unten gibt es anscheinend viel Emerit. Wie viel hat denn das Wert? Oder Emerit? 275, das ist so viel wert wie Gold. Das ist schon mal gut. Und vielleicht können wir irgendwas Schönes draus bauen. Eventuell. So, vielleicht sonst noch irgendwas? Wie sieht's denn hier aus vom Aufladen her? Der Schieberantrieb. Ja, da könnte man auch was herstellen. So. Ja, übelst! Zum Glück wird mir mein Schiff angezeigt. Das heißt, ich muss da einfach in diese Richtung gehen. Oh, was haben wir denn hier? Das möchte ich mir allerdings noch angucken. Ist das auf der Oberfläche? Ach, verflucht. Gut, was machen wir denn da? Oh, ich weiß. Ungefähr in dieser Richtung müsste es sein. Na, wo ist er denn? Bin ich richtig... Au, bin ich richtig gelaufen? Hä? Wurde denn nicht gerade angezeigt? Komisch, ich dachte, der wäre da oben. Ja, es ist übelst scheiße kalt, da hast du recht. Ich versuche mal hier an die Oberfläche zu kommen. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier was entdeckt, aber... Ne, anscheinend wohl nicht. Das habe ich übrigens noch nie gemacht, deswegen würde mich mal interessieren, ob das überhaupt geht. Ja, das geht. Ich muss sagen, das ist dezent cool. Oh, was haben wir denn hier? Energiekanister. Ist jetzt nicht einer meiner Favorites. Na toll, da wären wir eh rausgekommen. Na gut. Aber hier gab es doch irgendwo eine Rune. Oder ein Teil. Na gut, ich glaube, ich nehme den hier noch mit da hinten auf. Und dann geht's wieder ab zum Schiff. Was gegen Eis wäre echt super. Bereits bekannt? Okay, das ist okay. Einmal Richtung Schiff. Bitte. Das ist nichts von Wert. Da, aber das war es doch schon wieder. Oh. Was ist denn das? Wie soll man denn sowas bitte benennen? Hä? Ich hab doch da gerade Schatten gesehen. Wow, beeindruckend. Oh, was ist das denn? What is love? Fällt mir gerade so ein. Zink und Plutonium. Komm schon. Irgendwas Gutes. Gesundheit. Und noch mehr Viecher. Beide unbekannt. Aha. Mogolium Collard. Ein Ryzen. Was ist das? Aluminium. Haben wir Aluminium nicht? Ziemlich viel? Nein, haben wir nicht.
Ich würde gerne meinen Strahl verbessern, damit wir das noch schneller abbauen können. Damit es durchgeht wie Butter. So. Obwohl es jetzt nicht so lange dauert, hier dieses Stück Aluminium abzutragen. So ist es jetzt auch nicht. So. Gibt wohl nichts mehr hier. Hauptsache, das Aluminium schwebt. Ist das auch Aluminium? Ich glaube fast schon. Au! Das war wieder dieses Ryzen. Jo, schön. Weißt du nicht, was das für einen Wert hat oder wie viel Wert das hat? Vielleicht kann man es ja auch zum Bauen benutzen. Nachdem wir bei Atlas waren, würde ich sagen, noch 2-3 Galaxien, dann möchte ich auch irgendwann wieder ein neues Schiff haben mit mehr Platz. Vielleicht mit 30 Plätzen drin oder so. Au, was? Du schon wieder? Ja, ist ja gut. Au, du Mistviech. Vier Spezies übrig. Oh oh. Entschuldigung, das hat mich angegriffen. Lass mich mal weiter abbauen, mir ist kalt. Oh, das ist das Falsche. Oh oh. Die Frage ist nur... Alter Schwede. Der hat sogar ein Horn. Was haben wir hier? Iridium, ich würde gern zum Schiff einmal. Es ist nämlich echt scheiße kalt hier auf dem Eisplaneten Magnum. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Das Schiff? Hier. Und da hinten wird es halt wieder angezeigt. Deswegen bin ich eigentlich an die Oberfläche gegangen, wegen der Tafel? Was ist eine Tafel? Oh, waren wir hier schon? Ich glaube fast schon, oder? Ja, da waren wir schon. Aber bei der Tafel nicht. Ich muss zur Tafel. Oh oh. Jetzt können wir uns mal langsam ein bisschen beeilen. Oh, dem wird kalt. Der fängt schon an zu frieren und zu zittern. Das ist schlecht. Ist ja gut. Wir sind gleich bei unserem Schiff angekommen. Da wird's wieder warm. 35 Grad unter Null, aber es geht eigentlich noch. Es gibt, glaube ich, noch kältere. Also extrem kalte. So. Und solange sich das auflädt, mache ich mal eine kurze Raucherpause. Ich bin gleich wieder da. Ein paar Minütchen. Bis gleich, Leute.